D. G. S. Heiko Zienert, Alexander von Mayenne und Wolfgang Schmidt gelten als die Entdecker der deutschen Gebärdensprache und Pioniere der Gebärdensprachforschung in Deutschland. Sie wurden auch als die drei Musketiere bekannt. Leider verstarb Heiko Zienert im letzten Dezember. Umso mehr schauen wir mit großem Respekt auf die bedeutenden Leistungen der drei Musketiere. Wir kämpfen ja weiter darum, als eigenständige Sprach- und Kulturgemeinschaft in der Gesellschaft Anerkennung zu finden. Umso wichtiger ist es für uns als Gebärdensprachgemeinschaft, auch die Geschichte unserer Sprache zu kennen, um damit heute und zukünftig handeln zu können. Ein Blick ins umfangreiche Archiv von Sehen statt Hören ist spannend. Es lassen sich immer wieder interessante Aspekte dabei entdecken. 2010 traf unser langjähriger Kollege Jürgen Stachlewitz die drei Musketiere in Hamburg und hat sie zu den genauen Anfängen der Gebärdensprachforschung befragt. Davon erzählen sie in dem Film. Es fing damit an, dass die Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen in Hamburg mich und eine Gruppe beauftragte, nach Amerika zu reisen. Wir hatten den Auftrag, die Gebärdensprachdolmetscherausbildung in Hamburg aufzubauen. An der Gallaudet-Universität in Washington gab es zu dieser Zeit die Möglichkeit, in Form eines Kurzstudiums im Sommersemester sich dafür schulen zu lassen. Nachdem wir das Seminar absolviert hatten und in Hamburg zurück waren, wurde mir seitens der Gruppe ganz klar die Bedingung für eine Gebärdensprachdolmetscherausbildung gestellt, dass ich jemanden finden sollte, der in DGS unterrichten kann. Ich sagte nur, ja, die Leute finde ich, und dachte dabei an meine zwei Freunde Alexander von Mayenne und Heiko Zienert, die mir zu dieser Zeit als einzige Personen einfielen, die das übernehmen konnten. Glauben wir, dass diese Gebärdensprache deutscher Gehörloser eine eigenständige grammatikalische Struktur hat. Und darum denken wir, dass diese Sprache doch mit hörenden Wissenschaftlern erforscht werden soll. Inwieweit? Möglicherweise können wir das in Zukunft mit der ESL vergleichen. Ich weiß noch, dass Heiko und ich uns damals nicht sicher waren, ob wir die richtige DGS beherrschen. Du hast uns aber gesagt, verwendet die Gebärdensprache so, wie wir sie mit anderen Gehörlosen benutzen. Das ist die DGS. Vorher hatte ich geglaubt, man müsse sich zum Beispiel der Art, wie Spätertaubte mit lautsprachbegleitenden Gebärden kommunizierten, anpassen. Das war aber eine Überforderung. Mit unserer Gebärdensprache konnten wir uns viel freier und entspannter mitteilen. Zuerst möchte ich alle begrüßen. Hallo. Ja, diese Feier, ist die Eröffnungsfeier des Zentrums für deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser. Nun gut. Ich denke, es ging insbesondere um das Recht der Gehörlosen auf Dolmetscher. Ich habe es ja selber erlebt. Hatte ich einen Dolmetscher bestellt und bekam einen, der nur lautsprachbegleitend gebärden konnte, habe ich darauf verzichtet. Dann lieber gar keinen. Mit einem solchen Dolmetscher konnte mehr schieflaufen als ohne. Ich war froh, dass Wolfgang Schmidt und Bernd Rehling ein Konzept aus den USA mitbrachten, wonach Gebärdensprache meine Muttersprache ist. Nun musste dieses Konzept nur umgesetzt werden, in der Ausbildung und im Unterricht der Dolmetscher. Aber das hat lange gedauert. Letztlich war es ja ein richtiger Durchbruch, den ihr in dieser Sache erzielt habt. Was war dafür ausschlaggebend? Der entscheidende Durchbruch war die Begegnung mit einem wichtigen Mann, Professor Prillwitz.
Durch ihn konnten wir die DGS auf einen Weg bringen, auf dem sie sich in die richtige Richtung entwickeln konnte. Der Kontakt mit Linguisten und Sprachwissenschaftlern war natürlich enorm wichtig. So konnten wir gemeinsam die Grammatik unserer Sprache erforschen. Je mehr uns die Gesetzmäßigkeiten und Regeln unserer eigenen Sprache klar waren, umso besser konnten wir sie den Gehörlosen und den Hörenden verständlich vermitteln und weiter verbreiten. Die Eigenständigkeit der DGS wäre ohne die Zusammenarbeit mit den Sprachwissenschaftlern nicht so einfach zu erklären gewesen. Aber nicht nur die wissenschaftliche Seite war so wichtig, sondern auch die politische, die Uli Haase ins Spiel brachte. Es war ein Glück, dass Prillwitz und Haase zur gleichen Zeit der Gebärdensprache zum Durchbruch verhalfen. Während Alexander von Mayenne und Heiko Zienert sich auf die Gebärdensprachforschung konzentrierten, arbeitete Wolfgang Schmidt an der Gehörlosenschule in Hamburg. In den 1970er Jahren schloss er als einer der ersten gehörlosen Studenten in Deutschland sein Studium der Sozialpädagogik ab. Danach arbeitete er an der Gehörlosenschule Hamburg bis zu seinem Ruhestand. Ich habe hier sehr umfangreiche Aufgaben. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Schüler mit unterschiedlicher Intelligenz und mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu ermutigen, selbstständig bestimmte Aufgaben zu lösen. Das Ziel ist die Selbstständigkeit. Wenn die Schüler von der Schule entlassen werden, sollen sie bestimmte Aufgaben selber lösen können. Als ich damals hier als Lehrer angefangen habe, war es eine ungewohnte Situation. Für die hörenden Lehrer war es neu, einen gehörlosen Kollegen zu haben. Ich hatte sofort das Gefühl, keinen Respekt von ihnen zu bekommen. Wir standen uns nicht auf Augenhöhe gegenüber. Sie haben mich nicht wirklich ernst genommen, sondern sich gewundert, dass ich so gut sprechen kann. Also musste ich erklären, warum das so ist. Dann wollten sie wissen, wie ich es geschafft habe, diesen Beruf zu erlangen. Auch hier musste ich ihnen darstellen, dass dies nicht so ungewöhnlich ist. Ich habe gemerkt, dass die hörenden Kollegen eine gewisse Zeit brauchten, um mich als ihren gehörlosen Kollegen zu akzeptieren. Inzwischen sind hier 8 Gehörlose als Lehrkräfte tätig. Wie ist die Situation jetzt? Die Situation hat sich durch die 8 gehörlosen Kollegen sehr verändert. Mir ist aufgefallen, dass die Lehrer den Schülern immer näher kommen. Die Distanz wurde immer geringer. Die Schüler sind froh, dass sie den Lehrern alles erzählen können.
Somit identifizieren sie sich auch mit ihnen. Gegenüber den hörenden Lehrern sind sie eher verschlossen und zurückhaltend. Sie können zwar mit ihnen kommunizieren, identifizieren tun sie sich aber eher mit den gehörlosen Lehrern. Es ist mir in letzter Zeit sehr aufgefallen, dass die gehörlosen Lehrer generell eine positive Bedeutung haben. Ich kann mich gut erinnern, dass du früher sehr sportlich warst. Im Fußball als Nationalspieler und bei den Weltspielen der Gehörlosen in Bukarest und in Köln als Handballspieler. Wie kam es, dass du dann diesen Sprung vom Sport in die Politik gemacht hast? Ich hatte das Glück, in dem Bereich viele Spitzensportler und viele interessante Leute kennenzulernen. Leute aus Italien, USA oder Russland. Sie waren nicht einfach nur Spitzensportler, sondern auch in der Gehörlosenpolitik sehr aktiv. Deshalb habe ich auch Kontakte mit ihnen geknüpft. Durch den Sport habe ich einen bewussten Zugang zur Politik bekommen. Und außerdem habe ich meine Frau im Sport kennengelernt. D. G. S. Die drei Musketiere sind vielen bis heute im Gedächtnis geblieben. Aber nicht nur in Hamburg gab es engagierte Persönlichkeiten, die sich für Gebärdensprache und die Gehörlosengemeinschaft eingesetzt haben. Erinnert ihr euch noch an die Kulturpreisverleihung 2001? Ich kann es nicht glauben. Ich bin wahnsinnig überrascht und ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz. Das ist die erste gehörlose Frau, die jetzt diesen Preis erhält. Ja, Gertrud Malli hat den Kulturpreis 2001 für ihr unermüdliches Engagement für die Gebärdensprachgemeinschaft verliehen bekommen. Und das als erste gehörlose Frau. Wenn wir über die Geschichte der Gebärdensprache in Deutschland erzählen, darf auch Trudi Malli nicht fehlen. Sie hat ab Mitte der 70er Jahre als erste Gehörlose Gebärdenkurse an der Münchner Volkshochschule angeboten. Auch sie darf als Pionierin der Gebärdensprache bezeichnet werden. Und nicht nur das, sondern auch als Kämpferin für die Gehörlosengemeinschaft. Ja, 1975 begann die Verbreitung des blauen Gebärdenbuches, das alle sehr interessant fanden. Dann kam ein Taubstummenlehrer auf mich zu und fragte mich, ob ich Interesse hätte, Gebärdenkurse zu geben, was ich bejahte. Es war jedoch problematisch, dass das blaue Gebärdenbuch stark von Hamburg beeinflusst war. Und ich fand es fragwürdig, die Kommunikation mit Kindern in Bayern auf Grundlage des Hamburger Gebärdensprachdialektes aufzubauen. Ich habe spontan begonnen, Zeichnungen von den Münchner Gebärden anzufertigen. Ich dachte mir, es bleibt ja Deutsch und so habe ich kurzerhand das Konzept für den Unterricht Deutsch für Ausländer übernommen und dazu meine Zeichnungen kopiert. Damit habe ich eine Gruppe von 8 Taubstummenlehrern unterrichtet. Das war nach einem halben Jahr beendet.
Später meldete sich dann die Volkshochschule bei mir und fragte nach, ob ich Kurse geben würde. Ich habe das anfangs strikt abgelehnt, weil ich der Meinung war, dass Schwerhörige oder Ertaubte, welche besser sprechen können, dafür eher in Frage kämen. Schließlich habe ich dem zähen Bitten nachgegeben und wagte den Sprung ins kalte Wasser. Glücklicherweise konnte ich dazu meine Unterlagen aus dem Kurs bei den Taubstummenlehrern verwenden und weiterentwickeln. Und so begann der erste Unterricht. Ich war erstaunt darüber, wie die Nachfrage sich im Laufe der Zeit vergrößerte. Es wurden immer mehr hörende Interessenten, bis ich es schließlich nicht mehr schaffte, Abend für Abend selbst zu unterrichten. Und so suchte ich mir Gehörlose, die mich unterstützten. So verbreiteten sich die Kurse immer weiter. Die Anfängerkurse kamen gut voran. Es folgten die ersten fortgeschrittenen Kurse, aus denen schon ganz erfolgreiche Teilnehmerinnen hervorgingen. Bei den ersten Kontakten zwischen Hörenden und Gehörlosen stellte ich dann schnell fest, dass die Kommunikation aber nicht recht funktionierte. Das war eine unangenehme Situation und ich überlegte, woran das liegen könnte. 1985 fand in Hamburg der erste Kongress zur Gebärdensprachforschung statt. Ich wollte unbedingt teilnehmen, um zu erfahren, was es Neues auf dem Gebiet gibt. Der Sprachforscher, Herr Professor Prillwitz, berichtete dort, dass man herausgefunden hatte, die Gebärdensprache sei eine eigene Sprache mit eigenständiger Grammatik. Das hat mich damals sehr verwirrt. Ich hatte es irgendwie schon verstanden, aber so richtig klar war mir das Ganze nicht. Es erfüllte mich eine große Freude, aber ich war auch sehr durcheinander. Besonders aus den Reihen der Hörenden, vor allem der hörgeschädigten Pädagogen, kam viel Kritik. Es wurden zwei unterschiedliche Standpunkte sichtbar. Die Gehörlosen jubelten und von Seiten der Hörenden kam enorme Kritik. Da erlebte ich einen regelrechten Aufruhr. Ich gehörte damals schon geraume Zeit zu den Gebärdenkursleitern, die LBG unterrichteten. Wir haben Trudi Mallis Konzept in den Kursen verwendet, von einem komischen inneren Gefühl begleitet, bis es zu einem riesigen Streit zwischen den Befürwortern von LBG und denen von DGS kam. Die Gründe für einen DGS-Unterricht schienen, wie Trudi Malli sie vorbrachte, mir schlüssig. Und so beschloss ich, diesen Weg zu unterstützen. Und nach wurden die Kurse insgesamt reformiert. Aus Hamburg zurück spürte ich die große Unruhe, welche der Kongress ausgelöst hatte. Das war auch für mich eine schwere Zeit in diesem Spannungsfeld des Für und Wider in beide Richtungen. Ich entschied mich für den gebärdensprachlichen Weg, doch da waren viele, die meinten, es wäre wichtig, wie die Hörenden das sehen. Es war sehr schwer für mich, mich durchzusetzen. Schließlich wurde ich zur Mitarbeit in der Gebärdensprachforschung nach Hamburg gerufen. Ich bekam eine Beurlaubung von meiner Tätigkeit im Bayerischen Landesvermessungsamt und so konnte ich mich dankenswerterweise beteiligen. Wir trugen Gebärden zusammen und gaben die Sammlung in Hamburg ab. Bei meinen vielen Aufenthalten in Hamburg damals konnte ich in zahllosen Fachgesprächen Argumente sammeln und aus der Gebärdensammlung entstand die Buch- und Videoreihe Münchner Dialekt. Gertrud Malli ist ihrer Überzeugung zugunsten der Gebärdensprache treu geblieben und hat die DGS maßgeblich vorangetrieben. Sie war auch diejenige, die 1984 gemeinsam mit anderen das Kommunikationsforum, kurz KOFO, ins Leben gerufen hat. Eine Veranstaltung, die teilweise bis heute noch bundesweit gepflegt wird. Anfänglich sollten die KOFOs eine Plattform für Hörende sein, um Kontakte zu Gehörlosen zu ermöglichen, bis schließlich die Erkenntnis reifte, dass Hörende ausreichend Möglichkeiten zur Information haben, aber die Gehörlosen dahinter weit zurückfielen. Fortan konzentrierte ich mich mehr auf die Bedürfnisse der Gehörlosen und wir boten monatlich einmal Vorträge mit Diskussion zu Themen wie Gebärdensprache, Identität, Gehörlosenkultur an.
Wir luden Referenten und Dolmetscher ein und das KOFO war unglaublich gut besucht. Durch die bessere Information wurden die Gehörlosen in vielen Dingen zunehmend aufmerksamer und das Selbstbewusstsein wuchs. Im Juli 1990 gab es ein neues Gesetz, ein Antidiskriminierungsgesetz. Das heißt, mehr Behinderte der Gesellschaft, die diskriminiert sind, müssen jetzt geschützt werden. Die KOFOs erweiterten mein politisches Verständnis. Es gab eine Zusammenarbeit mit der Universität, mit den Studenten. Wir hatten Teil an der Lehrplanentwicklung, kämpften mit bei der Frage um die Besetzung des unbesetzten Lehrstuhles, wenngleich diese Frage nicht in unserem Sinne ausging. Es war ganz allgemein eine Zeit, in der viel gekämpft wurde und all das wäre ohne Trudi Mali nicht möglich gewesen. Die Entwicklung wäre vielleicht stehen geblieben oder es hätte sogar Rückschritte gegeben. Durch ihr Engagement ist vieles vorangegangen, wofür ihr großer Dank gebührt. Die Jugendlichen haben heute ein ganz anderes Selbstbewusstsein, dank Vorreitern wie Trudi Mali. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen hat sich Trudi Mali für die Gehörlosengemeinschaft eingesetzt. Sie war auch Mitinitiatorin der Zeitschrift Selbstbewusstwerden. Die Veröffentlichung dieser Zeitschrift und die sehr mutigen Beiträge lösten gerade bei Hörenden viel Kritik aus. In der damals heiß geführten Diskussion um die Gebärdensprache haben wir unseren ganzen Mut zusammengenommen, scharfe Artikel zu schreiben, Mali und die anderen. Das haben wir häufig mit Karikaturen untermauert, die auch recht scharf waren. Dafür wurden wir heftig kritisiert. Allerdings waren die meisten Gehörlosen begeistert davon. Trudi hatte zudem die Idee, die von uns verfassten Artikel, die Fehler hatten, die typisch für Gehörlose sind, so zu drucken. Das hat fürchterliche Aufregung verursacht. Viele meinten, wir hätten die Deutschfehler in den Artikeln unbedingt korrigieren müssen. Die Bezeichnung Helfer gilt allgemein für Hörende oder Gehörlose. Auch Frauen sind mit gemeint. Außerdem habe ich noch die Kussmünder ergänzt, damit das Bild witziger und lebendiger wird. Darf ich etwas dazu sagen? Gut. Aus meiner Sicht steht das Bild ja auch für die Unterdrückung Gehörloser. Und das sieht vielleicht schlimm aus, aber ich habe oft gesehen, dass Gehörlose diese Gebärde benutzen. Ah, ich werde unterdrückt, ich will nach oben kommen, aber ich schaffe es nicht, ich werde immer unterdrückt. Und das prägt sich ein. Und das ist ja Bestandteil unserer Gebärdensprachkultur, den du da automatisch in das Bild gebracht hast, diese Unterdrückung. Trudi Mali hat sich getraut, das zu formulieren, was viele Gehörlose damals dachten und wahrgenommen haben. Und auch als das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung 1992 eine Broschüre mit dem Titel »Der Schwerbehinderte« veröffentlichte, hat sich Trudi Mali gegen falsche Behauptungen über Gehörlose gewehrt. Also ich zitiere mal aus der ersten Auflage dieser Schrift Der Schwerbehinderte, nur zwei Sätze. Der erste: Sie, die Gehörlosen, empfinden nicht die unterschiedlichen Gefühlsfeinheiten, zu denen Hörende fähig sind. Für sie gibt es oft nur zwei Extreme: jemanden mit Haut und Haar lieben oder überhaupt nicht mögen, hassen. Und ein anderer Satz: Gehörlose sind mitunter sehr egoistisch, in erster Linie auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse ausgerichtet, denn viele sind es gewohnt, dass immer jemand für sie da ist und ihnen unaufgefordert zur Verfügung steht. Das waren zwei Sätze. Wir haben gesehen, wie das geschrieben war. Das hat eine Psychologin geschrieben, die sich aus Fachbüchern bedient hat dafür. Und es sind sehr, sehr viele Vorurteile drin, die überhaupt nicht stimmen. Zum Beispiel, dass Gehörlose gefühlsarm sind. Das stimmt überhaupt nicht. Gehörlose haben sehr wohl Gefühl. Das ist natürlich ein Widerspruch. Und deshalb haben wir protestiert beim Sozialministerium, weil das ja überhaupt nicht stimmt, was da steht.
Und die haben uns dann den Auftrag gegeben, den Artikel selber zu schreiben. Das war für uns das erste Mal und war natürlich ein tolles Gefühl. Wir dürfen als Gehörlose endlich mal über uns selber schreiben. Und wir haben uns dann zusammen mit Hörenden an die Arbeit gemacht. Das war furchtbar viel Arbeit. Und jetzt endlich nach 4 Jahren haben wir es geschafft. Und das erleichtert uns natürlich sehr. Jetzt ist der Artikel endlich richtig gestellt. Die 90er Jahre waren sehr turbulent, aber auch anstrengend. Wenn es, wie bei diesem Beispiel, 4 Jahre gedauert hat, bis diese Behauptungen aus einer offiziellen Veröffentlichung überarbeitet wurden. Aus heutiger Sicht wäre diese Art von Formulierungen unvorstellbar. Ab wann kann man feststellen, dass Gehörlose, gerade in Bezug auf ihre Sprache, damals mehr Selbstbewusstsein erlangt haben? Ich würde sagen, das war ab 1993. Da wurden die Gehörlosen endlich richtig wach. In Hamburg fanden erstmals die ungeheuer gut besuchten Kulturtage statt. Dort gab es Infos zu der gehörlosen eigenen Kultur und es fand eine Demo statt mit beeindruckend vielen Teilnehmern. Davon ausgehend fand dann meist jeweils im September auch in München eine Demo statt, auf der Gehörlose demonstrierten: So sind wir Gehörlosen und wir sind stolz auf unsere Gebärdensprache. Wir demonstrierten auch zum Beispiel für mehr Untertitel und mehr Gebärdensprachdolmetscher-Einblendungen im Fernsehen. Da gab es viel Zusammenhalt. Das war eine schöne Zeit. Ja, das Schönste, ganz klar, das war die Verleihung des Kulturpreises. Das hatte ich nicht erwartet. Dass ich den bekam, das war einfach ungeheuerlich. Wenn man so zurückblickt, dann sind die 3 Musketiere und Gertrud Mali echte Kämpfer für die deutsche Gebärdensprache. Sie sind damit für uns Helden, die man für Veränderungen braucht. Es sind Menschen, die mit großem Ernst und Engagement etwas bewegen wollen. Auch heute gibt es sie. Mir fallen da schon ein paar ein. Und euch doch sicher auch, oder? Tschüss, bis zum nächsten Mal.